Boah, ich wollte noch kurz was zu den Abstandsregeln sagen. Hat einer noch im Kopf, wie viele Meter das sind? 1,50 Meter Abstand! 10er Gruppen! Sonne ist jetzt leider weg oder Gott sei Dank mittlerweile, also ihr könnt euch ein bisschen besser auf dem Gelände verteilen. Macht es der Polizei nicht schwerer, als es ist. Die haben ja schon ein Auge zu, manche sogar zwei. Und der Dritte hat sogar schon eine Sonnenbrille auf, um nicht hinzusehen. Deswegen, danke Polizei! Mit einem Lächeln machen. Wir sind die 3 Millionen Engel, die am 29.08. nach Berlin kommen! Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Berlin! Und wir waren so verdammt viele. Und in meinem Bekanntenkreis hat das ganz viele Leute zum Nachdenken gebracht, dass sie gesehen haben, wie viele da wirklich auf der Straße stehen und dass die Medien zeigen 17.000. Was eine absolute Lüge ist. Und an die Menschen, die jetzt gerade aufgewacht sind, möchte ich noch ein paar Worte richten, bevor ich den nächsten Song der Bandbreite spiele, für die ich repräsentativ hier heute aus Duisburg angereist bin. Und das sind Worte an Menschen, die nicht so sind wie ihr. Das sind Worte an Menschen, die nicht wissen, was hier gespielt wird, sondern Menschen, die Angst haben. Angst vor einem tödlichen Virus, und denen möchte ich die Angst nehmen. Ich möchte ihnen die Angst nehmen, weil ich ihnen die Frage stelle, wie kann es denn sein, dass eine Diktatur wie China, ja, wo 5.000 Menschen am Tag an einer Luftverschmutzung sterben, auf einmal Anfang dieses Jahres bei 300 Leuten, die ein Hüsterchen haben, sagt, hallo WHO, wir glauben, wir haben ein ganz gefährliches Virus gefunden. Auf einmal rennt so ein Regime zur WHO und zeigt sich selber an, gefährliches Virus. Und die ganze Welt übernimmt es. Warum? Weil wir so vernünftig sind? Nein, weil wir nicht einsehen müssen, dass es doch globale Lobbyisten geben, die vorhaben, uns hier zu versklaven und uns unter ihre Knute zu bringen. Das ist eine Verschwörungstheorie, das ist eine kapitalistische Realität. Und wenn man mir sagt, ich sei Verschwörungstheoretiker, dann sage ich nur, dieses System hat einen Namen. Es heißt Bill Gates und jeder kann selbst auf der Seite dieser Stiftung nachsehen, ob das stimmt, was er vorhat. Ja, er hat es ja selber in den Tagesgängen gesagt, ja? Ich möchte Sie alle impfen, die ganzen 7 Milliarden hier auf dem Planeten. Mit welchem Recht? Wir können das nicht glauben. Es ist Bullshit. Und wenn wir uns dann ansehen, mit welchen Tests man uns hier glauben machen will, wie gefährlich dieser Virus sei, dann wird zum einen verschwiegen, dass die Zahl der Testungen zunimmt. Es wird dann nicht relativ runtergerechnet. Nein, es wird behauptet, indem man einfach 3 oder 4 Mal so viel testet, wir hätten 3 oder 4 Mal so viele Fälle. Und das ist das Problem, wenn man in Mathematik nicht aufgepasst hat, vor diesem Fernseher sitzt und sich ständig diesen Schwachsinn anhören muss, der sagt, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Es gibt kein Sterben durch Corona in diesem Land. Aber es gibt ein Sterben durch die Maßnahmen, die uns die Politiker im Sinne der Großindustrie auferlegen. Es gibt die Zerstörung unserer Grundrechte und die Zerstörung der Menschlichkeit. In NRW wird jetzt die Maskenpflicht für Grundschüler eingeführt. Und man muss ihnen fast dankbar sein dafür, weil dann endlich auch die Eltern und Großeltern anfangen aufzuwachen und sagen, das mache ich nicht mit den liebsten Wesen dieser Welt. Wir lassen unsere Alten dahin vegetieren, demenzkranke Alten, die wir nicht mehr besuchen dürfen. Wir dürfen unsere Liebsten in den Krankenhäusern nicht mehr besuchen. Wir reden Großeltern ein, dass die wertvollsten Geschöpfe der Welt, ihre Enkelkinder, die wunderbarsten Wesen, die zur Vollendung ihres Lebens beitragen, auf einmal so gefährlich sind, dass sie ihren Tod bedeuten könnten. Was das psychologisch mit den Menschen macht, das ist doch gar nicht abzusehen. Und es ist undenkbar, dass wir solche barbarischen Methoden von unserer Politik verortet weiterhin hinnehmen. Weil solange ich einen Kredit beim Staat habe, den ich abzahlen muss, gehört mir mein
Unternehmen nicht mehr. Es ist eine deutschlandweite, man muss sagen, globale Enteignung des Mittelstandes, die wieder mal die Knete in die Tasche von Jeff Bezos und Amazon, Aldi und den ganzen großen Multinationalen Konzernen treibt. Man schweißt uns mit einer Maskenpflicht ab. Und ich kann euch nur dieses Buch empfehlen, vor allem für die Menschen, die keine Ahnung haben, Corona-Fehlalarm. Und doch versuchen wir mit Bucky, da steht die ganze Zeit zu sein, mit denen ich euch gar nicht langweilen möchte. Ich weiß nur eins, diese Masken sind Schwachsinn. Wir haben eine 300 Nanometer Lochgröße in den Standard-Baumwollmasken und wir haben ein Virus, der 160 Nanometer groß ist. Das ist so, als ob ein Fußball durchlaufendes Fenster werfen. Das ist eine reine Schikane-Maßnahme. Der ganze komplette Schwachsinn. Wir haben keine Epidemie. Wir haben eine Laborepidemie, die uns jeden Abend vorgelesen wird von dem Corona-Testverkäufer und dem anderen Typen da, diesem Herrn Wieler, ein Veterinärmediziner. Man mag ihn auch Schweinedoktor nennen, die jeden Abend unseren alten Menschen Angst machen. Sie wollen in Gefahr stehen, obwohl nichts, aber auch gar nicht durch die Wiese hinten gedroht. Ist das. Und dann gucken wir in die Zukunft. Und dann können wir nur erahnen, was kommen wird. Die Berufswahl wird eingeschränkt. Indem man eine Zwangsimpfung einführt, indem man sagt, Radio muss dich ja gar nicht impfen lassen, aber Lehrer ist da nicht mehr. Krankenschwester ist da nicht mehr. Soziale Berufe sind da nicht mehr. Auslandsreisen gehen dann leider auch nicht mehr. Das ist das, was kommen wird. Die Firmen schreiben sind die AGB, dann kann auch keine Arbeit mehr. Die Menschen sagen, dass wir in einem faschistischen System leben. Und ich kann froh sein, dass sie diese Maßnahmen verhängen, weil jetzt fangen die Menschen endlich an aufzuwachen und zu sehen, wer da wirklich im Meister in der Liebe ist. Der virologische Schnitt hat es bewiesen, dass gerade das nicht der Fall ist. Trotzdem gibt es überall Flächendesinfektionen. Die Masken bringen gar nichts, wissen wir. Hat uns sogar, und da sind wir wieder bei dem Leumund unserer Politiker und unserer Wissenschaftler, Herr Drosten selber hat persönlich mitgeteilt in dem Interview. Masken bringen gar nichts. Warum haben wir denn jetzt die Maskenpflicht? Weil sie uns verarschen, während wir daneben stehen. Vom Gesicht, sobald die Kameras weg sind. Diese Politiker glauben nicht an ihre eigenen Dinge, die sie uns oktroyieren wollen und machen diese Scheiße und ziehen es mit allen durch. Nur wir müssen diese Angst loslassen, denn wir wissen, die einzige Bedrohung ist die Bedrohung unserer Grundrechte, ist die Bedrohung unserer wirtschaftlichen Existenz. Und dafür müssen wir weiterhin auf die Straße gehen, uns verteidigen, unsere medizinische Selbstbestimmung hochhalten. Ich bin werden kann, denn das muss sein. Wir müssen alle zusammenhalten und uns solidarisieren. Ich freue mich, wenn ihr unsere Webseite besucht, die Bandbreite. Und ich möchte euch jetzt einen Song spielen, den ich für das Netzwerk Impfentscheid auch in Berlin auf Wagen 2 gespielt habe. Und zwar immer wieder und wieder. Und dieser Song heißt, bitte impfen Sie nicht. Denn das ist Schwachsinn. Meine Kinder schaffen das so, eure auch. Weil ihr grad Mama und Papa sagt, hab ich mich im Gesetz, hab ich euch ein Verzeihungsschwert. Ich hab ja selber drei ganz wunderbare Kinder.
sie hat immer von solchen Mutzeln gestimmt. Das hat man dann gemacht, hat Kinder kein Reiten. Als als der Teufel macht dem Leben kleine Reifen. Vergesst die Schrecken, denn die Ängste soll euch begleiten. Denn sie kommen mit dazu trinken, zu Vakzinen zu greifen. Am besten gleich noch im Babyalter. Wenn ich mir geschaffen, aus schwerem Metall, ja. Denn das steht auf dem Spiel zu dieser Zeit. Und das müssen wir mit allen Kräften verteidigen.